Einen wunderschönen Montagmittag zusammen. Mittag? Ja, ich bin hoffentlich wieder zurück auf der Galgenberg. Diese ganze Nummer hat mich jetzt 2 Tage meines Lebens gekostet, beziehungsweise 3 Tage meines Lebens gekostet. Ich hole euch mal kurz ab. Nur damit ihr Bescheid wisst, also das Problem war eigentlich folgendes. Ich habe aufgenommen und inmitten der Aufnahme hat das Spiel mir Lua Call Stacks geschmissen. Warum auch immer, es hat die ganze Zeit vorher, die 9 oder 10 Aufnahmen vorher, hat es einwandfrei funktioniert und dann plötzlich nicht mehr. Ich habe mir das nicht erklären können, ich habe rumprobiert, ich habe rumgemacht, ich habe es ja auch im Community-Tab auf YouTube, habe ich es ja auch reingeschrieben. Ich mache, ich tue, ich bin dran, ich schaue. Ja, End vom Lied war, ich habe den LS deinstalliert, habe ihn wieder neu installiert, quasi, dass eine frische Version draufgekommen ist, weil durch die ganzen Updates kann natürlich auch sein, dass immer wieder mal eine Datei verschwindet oder kaputt geht oder je nachdem, das kennt man ja auch bei anderen Spielen. Na, da muss halt von Zeit zu Zeit auch mal eine neue Version drauf oder eine frische, alte Version einfach mal drauf und dann geupdatet werden. Ja, ist halt einfach so. Ich hoffe, und ich hoffe es wirklich, dass es jetzt funktioniert. Ich habe beim Yogi im Forum um Hilfe gebeten. Die habe ich auch gestern Abend sehr schnell bekommen. Danke auch an dieser Stelle. Vielen Dank an denjenigen. Tut mir leid, wenn ich jetzt deinen Namen nicht mehr weiß, aber vielen Dank. Irgendwas mit Gaming, keine Ahnung. Martin Gaming oder ich weiß nicht. Bevor ich irgendwas Falsches sage, lasse ich es lieber. Ich habe seinen Rat befolgt, ist mir auch selber überhaupt nicht aufgefallen. Das, was er eben gesagt hat, beziehungsweise mir reingeschrieben hat, ist mir überhaupt selber nicht aufgefallen. Und zwar, ich hatte LS19 Mods im Mod-Ordner für den 22er und das kappelt sich. Jetzt habe ich aber allerdings heute mal ein bisschen getestet und jetzt hat er auch ein Problem mit dem Enhanced Vehicle Mod. Also ich weiß nicht, welcher Mod da dagegen schießt. Ich kann es echt nicht sagen. Ich habe auch aus meiner Log habe ich gestern Abend, ich glaube, ich war 2, 3,5 Stunden dran gesessen und habe alle Error Mods entfernt aus dem Mod-Ordner. Alle. Komplett. Da ist kein einziger mehr drin. Hab auch so aussortiert. Ja, ich gebe es zu, ich bin auch ein kleiner Mod-Messi, was das angeht. Aber ja, es ist so, wie es ist. So. Gut. Wie gesagt, ich hoffe und ich drücke wirklich die Daumen, dass das jetzt so passt und dass das funktioniert. Und dass wir da keinen Stress mehr bekommen und keine Fehler mehr bekommen. Ich habe den Enhanced Vehicle Mod habe ich jetzt rausgenommen. Weil ganz ehrlich, was bringt er mir außer einer Anzeige da unten und zuschaltbares Differential? Nehme ich ihn raus, habe ich Standard Vanilla und dann funktioniert das auch. Ist auch völlig in Ordnung. Rea habe ich noch mit drin. Ich hoffe, es liegt nicht an Rea, weil Rea ist so ein Ding für mich. Das möchte ich eigentlich schon ganz gern behalten. Das Einzige, was ich jetzt hier noch so ein bisschen merke, nicht ihr bei der Aufnahme, weil bei euch ist es scharf, aber ich habe hier so eine gewisse leichte Unschärfe drin. Das kann natürlich auch sein, dass das noch an dem nicht vorhandenen Shader vom Yogi liegt. Wenn ich den dann da drüber ziehe, dann sollte das dann auch wieder so funktionieren, wie es funktionieren soll. So, gut. So viel zu dem Gesabbel. Wir werden uns jetzt hier wieder einrichten, so wie wir es gemacht haben. Und hoffen, also der Kontostand da oben, der wird auch noch angeglichen, keine Angst, das ist jetzt nur, ich habe diesmal alle Startfahrzeuge verkauft, was wir haben, auch Gewichte, alles miteinander, alles verkauft, alles verklopft, weil ich einfach hier jetzt mit dem Spielstand weitermachen möchte, einfach bei Null. Also schon so da weitermachen, wo wir aufgehört haben, aber ne, ihr wisst, ihr versteht's. Ich habe auch den Mod mit rausgenommen im Frühling, März oder im Frühling starten, keine Ahnung. Also ihr seht es ja oben, August, wir sind im August, wenn man es lesen kann. Ich habe den HUD ein bisschen kleiner gemacht,
Wir sind erster Tag im August, beziehungsweise erster Monat im August. Wir spielen aktuell noch mit einem Monat pro Season. Das heißt, vier Tage im Prinzip. Und 12 Tage und dann ist das Jahr vorbei. Also 12 Ingame-Tage und dann ist das Jahr vorbei. Noch so ein paar Feinheiten muss ich einstellen. Durch die Deinstallation habe ich natürlich auch meine Input-Bindings fürs Lenkrad verloren. Das muss ich auch alles neu einstellen. Aber ich bin jetzt froh, dass er ohne Fehler, wie man sieht, läuft. Also nochmal danke dafür, dass du mir da geholfen hast. Derjenige wird schon Bescheid wissen, falls er das Video sieht. Und falls ihr Probleme mit der Galgenberg habt oder irgendwie sowas, schreibt es beim Yogi ins Forum, aber bitte in das Richtige. Weil da sind teilweise auch Fragen drin, wo ich mir denke, ihr habt da drin nichts zu suchen. Also erspart den Leuten bitte den Ärger und das Genörgel und das Gemotze, weil es muss nicht sein. So, also, wir gehen ins Baumenü. So, gut. Dann fangen wir mal hier an. Und zwar, ich habe auch alle, sagt man es, unnötigen Sachen rausgenommen, was de facto nicht mehr gebraucht wird. Aber das ist unscharf. Also bei mir ist das schön unscharf alles. So, dann machen wir das mal. Bis zur Mitte hier der Tür. Dann gehen wir hier zum Schreck rüber. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, an was das gelegen hat, wo da irgendwie der Fehler lag. Es hat mich nur unglaublich genervt, weil es halt gerade so schön wieder gelaufen ist. Und ja, ich meine, ist auch nur Technik, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. In der Technik steckt man halt einfach nicht drin.
So. Schade, da kann man leider nichts draufsetzen. Sonst hätte ich da auch was draufgesetzt, aber... Den verkaufen wir mal. Gut. Dann malen wir das hier noch mit Schlamm. Weil das ist mir nämlich beim letzten Mal auch schon aufgefallen. Oder wir nehmen hier die Steine. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Also alles andere werde ich dann hoffentlich ohne Fehler offline machen. Also ich will hoffen, dass jetzt keine Fehler mehr auftauchen, weil, also das, wie gesagt... Brauche ich jetzt nicht nochmal, ne? So, sieht doch gut aus. Hier kann man das Güllefass schön hinfahren. Hier ist eine Spurverbreiterung, dass man hier einen Hänger rausfahren kann. Das passt. Das ist okay. Ah, aber jetzt ist es komisch. Jetzt ist es nicht mehr so unscharf. Naja. Egal. Dann hat es halt ein bisschen gedauert. Gut, dann hatten wir hier Heuballen. Jetzt bemühen wir auch einmal unser Tool. Und was haben wir denn hier? Rundballen. Keine Hackschnitzel. Schrotzung, echt jetzt? Heu, da ist er. Ach, verdammt. Ah, naja, egal. Ja, das ist jetzt ein bisschen Friemelarbeit, aber ich möchte, dass ihr da dabei seid. Ich schaue auch immer zu, mal ab und zu in die Lok. Weil, wie gesagt, ein gebranntes Kind. Ich habe auch immer Schiss, wenn ich Escape drücke. Dass dann plötzlich Lures auftauchen. Aber bis jetzt sieht es ja eigentlich echt gut aus. Aber man soll die Sache nicht vor dem Abend loben, wie es so schön heißt. Eigentlich war das jetzt anders gedacht, aber naja, ist egal. Ist egal jetzt. Jetzt werden die Silageballen hier hingestellt. Die Felder werden natürlich auch noch zurecht gemacht mit dem Easy Dev Tool. Dass wir da im Prinzip weitermachen, wo wir aufgehört haben.
Und wir haben, wir machen dann, also Maschinenkauf und so weiter mache ich dann auch alles quasi offline. Das wird auch heute, nur mal vorweg, wird auch heute die einzige Folge sein, die kommt von mir. Ausnahmsweise. Morgen, weil ich, wie gesagt, ich wollte euch jetzt mitnehmen, damit ihr seht, okay, ne? Er macht, er tut. Er schreibt es nicht nur, er macht, er tut. Und da möchte ich dann nicht schön, aber selten. So, jetzt hauen wir da hinten auf jeden Fall noch Heuballen hin. Und die setzen wir hier rein. Entschuldigung, musste kurz niesen. Boah. So, und dann hoffentlich. Ich hoffe es wirklich, Leute. Also ich hoffe es wirklich, weil das wäre echt so schade, wenn dieses Projekt aufgrund dieser Geschichte da zu Ende gehen müsste. Also. Wäre nicht schön. Wäre absolut nicht schön. Aber ich feiere diesen Hof irgendwie. Den habe ich damals auch schon durch Singleplayer auf der Holzer Map. Aus der Map ist ja dieses Gebäude mit dem Stall. Das habe ich so gefeiert. Den Hof. Ich meine die Holzer Map generell. Die Holzer Map war einfach eine. Ja, die hatte halt genauso wie die Karte hier. Die hatte halt einfach Charme. Die hatte einfach Charme. Und die Leute, die das nicht spielen, die den LS nicht spielen oder generell sich nicht damit beschäftigen. Den kannst du das auch kaum erklären. Das ist, ja. Die gucken dich dann immer so an wie ein Auto, wenn es blitzt. Ja, na dann. Manche verstehen es, manche verstehen es nicht. Aber das ist auch nicht schlimm, mein Gott. Also, ich bin auch kein Gram, wenn er sagt, du, lass mal stecken. Ich bleib bei meinem Ego-Shooter oder. Also immer, dafür kann ich halt gewisse andere Sachen nicht. Mein Gott. Ist jetzt auch kein Weltuntergang, sag ich mal. Ne? So, ich weiß nicht, wie viel wir hatten, aber ich denke, das wird jetzt erstmal reichen. So. Gut. Felder. Ja, genau, Felder. Zap. Also, und wir. Verkaufen das hier. Dann das lassen wir, haben wir gesagt. Das verkaufen wir. Das war. Hä? Ach ja, das war das hier, genau. Dafür kaufen wir das hier. Ich weiß zwar nicht, was du bist.
Mais, okay. Okay. Ja, ich muss wieder umdenken, weil ich fange jetzt quasi einen neuen Spielstand an. Wir nehmen die Felder mal. Da ist nichts drauf, hier ist nichts drauf. So, dann brauchen wir noch ein Weizenfeld. Sind alle so weit weg? So, gut. Dann auf jeden Fall noch ein Grasfeld. Nehmen wir das noch mit dazu. Gut, dann haben wir jetzt erstmal genug Felder, ne? Die können wir erstmal bewirtschaften. So viel ist sicher. So, speichern. Nochmal. So, und damit möchte ich mich Gott sei Dank von euch verabschieden. Also Gott sei Dank, dass die Map gehalten hat und dass keine Luas aufgetaucht sind oder irgendwie sowas. Ich möchte mich auch nochmal bei demjenigen bedanken, der mir da wirklich geholfen hat. Danke, 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 danke. Du hast mir sprichwörtlich wirklich den Arsch gerettet, danke. Und wenn das jetzt alles funktioniert und es läuft stabil, dann bin ich, glaube ich, unglaublich glücklich und der glücklichste Mensch der Welt. Ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben, die zuschauen werden, die reinschauen werden. Schaut auch gerne auf meinem Kanal vorbei, Hübi Gaming. Da gibt es einen Haufen Playlisten. Schaut euch da mal rein. Oder schaut da gerne mal rein. Lasst liebend gerne einen Kommentar da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, ab in die Rille, der Hübi ist raus. Macht es gut. Ciao, ciao.